Sie kennen das Sprichwort, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Das Leben ist zu kurz, um sich ständig mit der Analyse des aktuellen Zustandes der Gesellschaft zu beschäftigen. Ständig analysieren, warum ist es so, wie es ist. Der kluge Mensch fragt, ja, was können wir jetzt tun? Was ist der Therapievorschlag Gottes, um es kurz zu machen? Wie antwortet Gott auf die Not des Menschen, der von seinem Wesen her, so scheint es, Gott gegenüber misstrauisch geworden ist, der dem Mitmenschen gegenüber mit Misstrauen, mit Zurückhaltung, ja teilweise mit Aggression begegnet. Und Adam und Eva, von denen in der Lesung gesprochen wurde, haben das, sie wissen es, in der eigenen Familie erlebt. Ein Sohn ermordet den anderen. So ist die Situation. Und was tun? Das hat sich fortgesetzt bis in unsere Tage. Der Karfreitag war nur ein Tag von diesen vielen Leidenstagen der ganzen Menschheitsgeschichte, der Menschheitsfamilie. Was tun? Der kluge Mensch schaut, fragt, liest nach, was tut Gott? Und worauf kann der Mensch sich dann doch wieder verlassen, wenn er schon dem Mitmenschen gegenüber misstrauisch sein bleiben soll? Gibt es jemanden, der verlässlich ist? Und ich behaupte, ja, Gott ist es, der verlässlich ist, der uns in Maria einen Menschen geschenkt hat. Ohne ihr Verdienst ist sie, wie die Kirche sagt, ohne Erbsünde empfangen. Und sie ist ohne Sünde geblieben und das praktisch im Blick auf die Mutterschaft dem Gottessohn gegenüber. Und irgendwie wird von den Theologen erklärt, das Erlösungswerk, das der Sohn vollbracht hat, hat zuerst gleich einmal bei seiner Mutter Wirkung gezeigt. In der Ewigkeit kann Gott das machen. Sie ist eine Vorauserlöste, können wir sagen. Und für Gott, für den nichts unmöglich ist, ist nun das große Anliegen, dass jeder Mensch wieder in diesen ursprünglichen Zustand kommt, den wir ganz ursprünglich bei den Menschen Adam und Eva vermuten. Und den wir wieder in Maria sehen und in ganz deutlicher Weise im Sohn Mariens, in Jesus. Wie kann das Zusammenwirken Gott-Mensch so richtig gelingen und zur Fülle kommen? Gott bietet sich an in Jesus Christus und Freiwillige folgen ihm nach. Freiwillige hören auf ihn. Freiwillige lassen sich seelisch und körperlich gesund machen von Jesus. Freiwillige lassen sich von Jesus sozusagen ins ewige Leben, in den Himmel bringen. Freiwillige lassen sich von Jesus beschenken mit dem Leben, das Jesus selbst in diese Welt gebracht hat. Wenn wir die heilige Eucharistie feiern und empfangen, dann empfangen wir das Leben Gottes. Wie wir den Heiligen Geist immer dann empfangen, wenn wir mit lauterer, mit reiner Gesinnung um diese Gabe Gottes bitten. Also Gott selbst will in der Menschennatur wohnen, wie im Sohn Gottes, wie in der Mutter Jesu, so in uns.
Der Mensch in dieser Welt hat es nicht leicht. Ich bringe Ihnen ein Zeugnis, der heilige Augustinus. Nicht immer war er heilig. Im Rückblick in seinen Bekenntnissen spricht er davon, dass er es eigentlich in seiner, sagen wir, modernen Ursprungsfamilie gar nicht leicht gehabt hat und dass ihn die Gesellschaft angehalten hat zu einem Verhalten und Lernen, das er im Nachhinein nicht förderlich, nicht achtenswert, nicht vorteilhaft betrachtet. Die Kirche nennt diese Umstände, die auf jedes neugeborene Kind wirken, Erbsünde. Wir erben nicht nur Gutes, Materielles, wir erben nicht nur gute Gedanken und gute Gene, wir haben auch die Negativvorbilder, die Negativwirkungen einer Mitwelt, die eben noch nicht ganz sich vom Geist Gottes erfüllen und leiten hat lassen. Da schreibt Augustinus in seinen Bekenntnissen: Gott, mein Gott, wie hat man mich da unglücklich gemacht und betrogen? Denn als Lebensregel empfahl man dem Knaben, denen zu folgen, die mich anfeuerten, weltlich mich auszuzeichnen und hervorzutun in jenen geschwätzigen Künsten, die nur dazu dienen, Ruhm vor den Menschen und eitlen Reichtum zu erlangen. Die Rhetorik war das große Thema. Sich durchsetzen können, das wäre es gewesen, was Augustinus als kleiner Junge hätte lernen sollen. So brachte man mich in die Schule, die Buchstaben zu erlernen, und ich Ärmster wusste nicht, wozu das nützlich sein konnte. Gleichwohl bekam ich Schläge, wenn ich im Lernen träge war. Die Erwachsenen hießen das gut, hatten doch schon viele vor uns so gelebt und die mühseligen Wege vorgezeichnet, auf denen wir Kinder Adams nun einhergehen mussten, in stets sich mehrender Plage und Mühe. Dem Kind wurden als Jugendlichen die Freuden, die wahren Freuden der Lebendigkeit abgewöhnt, genommen, vorenthalten. Simone Weil sagt: Wer aktuell sein will und nicht bloß modisch getrieben vom Zeitgeist, der muss aus der Ewigkeit schöpfen. Aus der Ewigkeit schöpfen. Und sie sagt dazu: Wer sich auf die Gesellschaft, auf die Kultur einlassen will, der muss gute Wurzeln haben. Wo finden wir diese Nahrung für die Seele? Wo finden wir dieses Ewige? Wo finden wir die Ausbildner für die geistigen, für das geistige Wurzelwerk, das entgegennimmt, was Gott uns anbietet? In Jesus Christus haben wir jetzt denjenigen, der alles wieder gut macht, der alles wiederherstellt und der sich selbst der Menschennatur schenkt, damit unsere Menschennatur mit Göttlichem, mit Ewigem versorgt wird, dass die Weisheit Gottes in uns wohnt und wir uns nicht mehr orientieren müssen an jenen, die es auch nicht wissen. Wenn wir mit Jesus zusammenleben, er in uns leben darf, wir müssen Realisten bleiben. Das Leben bekommt Sinn, das Leben bekommt Erfüllung, das Leben bekommt Frieden und Freude, aber der Mensch bleibt auch in dieser Welt ein Leidender. Das wurde der Mutter Jesu angekündigt durch den greisen Simeon: Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Du wirst erleiden, was dein Sohn da physisch
seelisch durchmacht. Du bist durch die Ketten der Liebe an ihn gebunden und du bekommst das seelisch mit. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Wir, die wir in der Gemeinschaft mit Jesus und der heiligen Familie leben, wir erleben uns immer wieder als Fremde, als Nichtverstandene, als solche, die mit Jesus mitleiden, die eben den Mangel an Weisheit, nämlich die weltliche Weisheit ist nicht genügend, sie ist gut, aber sie soll sich von der Weisheit Gottes inspirieren und leiten lassen, vervollkommnen lassen. Der Mangel an Weisheit in dieser Welt bedeutet Schmerzen, Verletzungen und Leiden für die Seele, die nach dem Bild Gottes gestaltet ist und leben möchte. Wir haben keinen richtigeren Weg als den Weg der tiefen Gemeinschaft mit Jesus und seiner Mutter. Und weil Christus selbst in uns lebt, uns inspiriert, in uns wirkt, können wir die Erwartungen und somit die Gebote Gottes erfüllen. Christus selbst bewirkt in uns, was das Gesetz, die Erwartung Gottes von uns möchte. Jesus Raum geben. Amen. So spricht Jesus: Ich schenke mich in dein Leben, damit du, wie meine Mutter, voll der Gnade bist.